Du hast ja noch ein paar Leben, wenn wir hier mit zwei oder so durchkommen, ist ja egal. Das sieht schon mal gut aus. Nee. Oh, scheiße. Egal. Oh. Fuck. Oh. Das gibt's doch nicht, gerade ausgeblendet. Warte. Ach so. Das nimmt ja immer noch auf, ja. Aber wir haben nicht. Ja, seht ihr Leute, so kann es gehen. Ich habe das Mikro leider nicht mehr aufgehabt, weil wir gedacht haben, okay, wir brauchen jetzt noch 12.000 Versuche. Da macht der Shepard das einfach mal ganz gekonnt beim ersten Mal, ganz souverän, zack, als wenn das nichts wäre. Alter, das gibt's gar nicht. Wenn du da so denkst, so... Ja, da haben wir extra gedacht, wir blenden euch aus. Zack, hat er das einfach geschafft. Wolltest du nicht noch irgendeine Kraft aktivieren? Mach ich gleich. Achso. Der Kollege... Oder willst du einen Energietank oder noch nicht? Nee. Achso. Der zieht nämlich ganz schön viel ab. Ich versuche mal so ein bisschen anzuschauen. Ja, das sieht aber so, war fast ein Schuss noch oder so. Oder zwei. Oh. Ja. Perfekt. Ja, das ist schon so ein Fastenviertel. Ja, das war schon nicht ganz ohne, aber zack, erster Versuch. 5 Leben haben wir jetzt, ein Energietank. Kannst du jetzt wenigstens deine 2 Stages nachholen, die ich dir schon abgenommen habe? Ja, welche muss ich denn jetzt machen? Metal? Oh. Dein Lieblingsstage. Mhm. Das ist Energietank. Ja, aber Metal war doch der, wo die Dinger runterkommen von... Genau. Oh, nein. Gibt's gleich Anfang Energietank. Upp. Jetzt haben wir Energietank und dann hast du noch einen Energietank im Repertoire sogar. Ist dir sicher? Mit wem machst du dann Metal Man? Metal Man machst du mit den Bumerangs jetzt. Mit dem, nee, ich meine jetzt danach, also mit der Kraft von Metal Man. Na, Bubble, das weißt du, hast du letztes Mal selber gemacht. Ach so. Und dann mit Bubble machst du Heat und dann machst du Wood. Okay, ja gut, dann, naja, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Schönen Dank auch. Benutze Energie dann. Oh. Ah. Sowas. Ah, nein, ey. Ich benutze die Energie dann, wenn die jetzt kommt und dann benutze den Scheiß. Ach so. Ja. Da hast du 2 Energietanks, und dann kannst du hier bei den, das sind sowieso die ersten, die du schwerfen. Ja, naja, das ist halt... Machst du so sicher, wie du kannst dann halt. Dann machst du halt, wenn Schlupfen kommen, machst du den ersten. Normalerweise, ich wollte gerade sagen. Nee, jetzt nicht, das geht nicht. Meinst du nicht? Nee, das geht nicht. Sicher? Ja. Ah, wie gut, dass das hier nicht auf Zeit ist. Ach, naja, hätte ich mir auch sparen können. Ja, genau. Ja, natürlich. Ja. Jetzt kommen die Bohrer, ne? Genau. Ja, ist ja alles voll eigentlich. Vielleicht kriege ich noch ein Leben, aber... Nö. Nee, wahrscheinlich sind die Bohrer auch nicht so gnädig, dass sie uns noch irgendwie Leben... Ach, irgendwas geben. Na, wenigstens noch die Energie auffüllen und dann geht's weiter. Ja, natürlich geben die jetzt auch gar nichts mehr. Oh, singelt. Ah, das ist gut. So, kam jetzt noch irgendwas Fieses? Ach, diese Hasen oder so, ne? Diese Zahnrädern da und so. Ach ja, genau. Ja, da oben kannst du hier noch... Nein, lass mich. Wieso, was gibt's da? Achso, ja, gut. Bis jetzt habe ich noch keins verloren. Komischerweise. Ja, irgendwann muss man ja auch noch seine Albträume ausschalten. Naja, Albträume ist er ja nicht. Ist eher nur die Angst vorm Versagen vielleicht. Ja, da, die Zahnräder. So. Das nächste.
vielleicht kommt irgendwo so eine große Schlucht, da benutzt du das Skateboard. Okay. Da ist noch ein Energietank. Ja, den kannst du dir holen. Fliegt, kannst du ja mit dem rüberfliegen und dann nochmal mit dem Skateboard rüberfliegen, oder was? Fliegst du mit dem Skateboard rüber, ja. Fliegst du wieder mit dem Skateboard rüber, wenn du den Energietank haben willst, und dann fliegst du wieder mit dem Skateboard zurück. Ah! Hm. Ja, okay. Nee, nee, der ist jetzt weg. Zack. So, die kann ich nicht kaputt machen, ne? Nee. Nee. Aber ja, da ist auch das Timing für das kann ich gerade sagen. Ja. Oh, das war's ja schon. Oh, sehr schön. So. Und jetzt mache ich Flash? Nee. Quick. Quick. Hier. Cool, okay. Jo, danke. Was, der macht diese Boomerangs oder was? Der schießt dir diese Trennscheiben entgegen. Nee, ich meine jetzt die Kreis oder also ja, einfach nur auf ihn zielen oder was? Ja, okay. Ach so. Okay. Ja gut, das war einfach, ja. Ja, nee, wenn man auch die Reihenfolge weiß von den Affen, die man kaputt machen soll, dann ist das nicht schlecht. Ja. Das war ja ganz gut. Die Metal Blade. Ja, dann versuche ich nochmal Bubble Man. Bubble, da waren auch diese großen Fische, ne? Glaube ich. Ja, mit den Laternen. Ja, da werde ich wahrscheinlich mehr hier in den Abgrund fallen, als der Rest irgendwie schlimm ist. Ja, die kleinen Drecksfrösche, genau. Ja, gut, jetzt ist ja das, was wir jetzt sterben müssen. Ach, leck mich doch im Arsch, kleines Drecksvieh. Sehr schön. Die fallen runter, ne? Ja. Ja. Ach ja, genau. Und die bauen sich auch so wenig ab, ne? Die Metal-Scheiben. Man würde fast sagen, die bauen sich weniger ab als der normale Schuss, wenn das ja. Ja. Ah, naja, jetzt habe ich ihm nur seine Muschel runtergehauen. Seine Übel. Voll auf die Übel. Das ist schon mal gut. So, jetzt nur nicht durchspringen. Das Geräusch ist auch schön. Ja, auf jeden Fall kriegt man ja auch genug, um sich wieder aufzuladen, also seine Kraft. Ich hätte beinahe gesagt, ich möchte mich mal selber loben, gerade, aber das ist wieder kontraproduktiv. So. Ah, böse Krabben. Ach, man kann ja auch mit dem Schuss in irgendeine Richtung zeigen, ne? Mit denen. Ja. Genau, ja. Das habe ich wieder vergessen. Das hatte ich wieder verdrängt. So, bis jetzt sieht das ja nicht schlecht aus, aber das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. So. Ja, hervorragend.
schneller, als ich gedacht habe. Schön, dankeschön. Ja, dafür kannst du jetzt auch die letzten beiden machen. Schön Heatman und danach Woodman. Habe ich nicht schon mehr gemacht? Nee, ich muss jetzt Heatman machen, du musst den anderen. Nein, ich habe jetzt zwei gemacht. Davor hattest du drei. Airman, Crashman. Ja, du hattest drei, ich habe zwei. Ja, wenn ich jetzt noch Heatman mache, musst du aber noch Woodman machen. Ja, das ist ja nicht so schlimm, aber du machst Heatman. Ja, das mache ich jetzt. Ne, Quatsch. Du hast Airman, Flashman, nee. Airman, Quickman, Crashman. Ja. Ich habe Flash, Metal, Bubble. Ja, und jetzt haben wir Wood noch. Ja, mach nee, ich. Jetzt du machst Heat und dann mache ich Wood. Dann mach ich doch, ja. So, ich mache jetzt Woodman. Denn Woodman ist nicht Robin Hoodman. Scheiß Ding. Kann mir sogar eine bei dem anzünden, bei dem Wulst. Obwohl, der hat schon eine... Also Heatman muss man ganz ehrlich sagen. Was mit diesem Brrr. Oder kannst du auch diesen Bonbon nehmen. Öfter mal, oder nicht? Um hochzukommen. Ja. Kann ich die Crashbomben benutzen? Die kann man ab, bei der Stage kann man jetzt viel abkürzen, aber das ist, glaube ich, würde mir auch jeder, der vielleicht, falls der Shiner zufälligerweise mal reinschaltet, durch einen unglücklichen Zufall, würde mir, glaube ich, bestätigen, dass also Quick und Heat die, kannst du sagen, schwersten Stages von mir aus haben. Also Quick definitiv wegen diesen, Quick auf jeden Fall wegen diesen scheiß dreckigen, ups. Ah. Alles gut. Ja, niemand. Ja. Oh, was für ein Arsch. Oh. Gut, dass das nicht gleich tot ist, wenn man... Ja. Da, nee. Ja, guck dir schon so fies an. Mhm. Zigeuner. Verpiss dich. Ja, mach doch. Ja, egal. Ohne Scheißmusik. Ja. Schön mit dem Schädel unter den Stein gehämmert. Kommt man sich vor wie bei Mario. Oh. Ja komm, ihr könnt erstmal ein bisschen Energie. Ja, aufs Wort. Wo reichen sie dir? Ja. Das ist nicht gut, da brauche ich Metal Man. Und da brauche ich Flash Man, ja. Crash Man. Verpiss dich, danke. Tja, das habt ihr euch anders vorgestellt, ne? Aber so ist das Leben. Wir machen das jetzt so richtig schön noobig. Gar nicht mehr, dass da so viele Wege sind, wo Crashman nehmen können. Ja, bei ihm hier und bei Flashman, ne? Also, sonst ist er ja nicht groß. Ja, das ist auch gut. Es sei denn, es spawnt jetzt gleich nochmal so ein Dings. Ist mir sogar schon zu risky, ein Leben zu holen, ey. Wie gesagt, sind kurz gehalten die Stages hier, ne? Metal Man? Ah, scheiße, ich wollte mich hinter durchflashen. Ja, super, danke. Ne, ich war an der Leiter. Nee, ich hab gedacht, auf der Leiter kannst du auch schießen mit Metal Man. Ja, bei, mit dem Flashstopper kannst du aber nicht stoppen und Metal prallt an dem ab. Ach, ich hatte mir das so gedacht, dass der springt und ich stoppe ihn. Ja, naja, egal. Machen wir mal kurz Gurkenprozess mit dem hier. Ja, das sieht natürlich gut ab. Drei Schüsse. Ja. Das war gut.
Das war gut. Aber wie gesagt, würde man die, klar würde man den auch platt machen mit einem normalen Schuss. Aber wir spielen auch auf normal und nicht auf Difficult. Was machst du mit Hidden? Schießt du da auf Feuer? Den machst du, hältst du den Schussknopf gedrückt, dann flimmerst du und irgendwann ist das Flimmern und dieses Geräusch so schrill,